zieht er dir nichts ab, den Move, ne? Der macht, nee, der macht wahrscheinlich Status-Effekt oder so. Ich glaube eher, dass er dich kurzzeitig irgendwie verlangsamt, dass wenn die zu zweit kommen oder andere Gegner auch da sind, dass du dich nicht wehren kannst. Wir haben diese Sackboys doch auch schon ganz normal bekämpft. Ja. Waren wir erfolgreich mit? Ich weiß gar nicht, ob wir damit jemals erfolgreich waren. Ich glaube, sie sind denen immer aus dem Weg gegangen, weil die uns solche Angst gemacht haben. Müssen wir eigentlich gar nicht. Sackboy heißt der Protagonist von Little Big Planet. Ja. Okay. Also zieh ein bisschen zu sehen. Ja. Und mach dich halt angreifbar für andere Leute, die eventuell in seiner Nähe sind. Das ist, wenn du mit beiden Schwingern triffst. Ja, aber das ist mit einer Schwingern hinter dem Sack hier. Aber nur, wenn er sich überhaupt angreift. Sehr schön. Okay, das ist ein bisschen stumpf hier. Zugegeben. Ein Scherber, der Typ. Ja. Das hat sich gemacht. Den auch noch? Bist du eigentlich gerade aus oder runter? Jetzt so. Weiß ich noch nicht, ich will die auf jeden Fall erstmal weg haben. Okay. Achso, jetzt sind natürlich die Einstellungen wieder anders. Immer noch Ton und also Abstimmung gut, so wir und Spiel. Und bitte Imo, du nicht antworten, wenn du nichts hörst. Kann er auch nicht die Frage hören. Stimmt. Sehr schön, also Ton passt, ja, ich dachte, wusste jetzt nicht, dass das da noch bezieht. Du kannst auch so einen Sprung nach vorne Angriff machen, ne? Und nach vorne R2, genau. Und der Kraft. Die Uhr hat wieder Ton. Herzlichen Glückwunsch. Ah, so ihr beiden Leute. Ich kann mich hier frei bewegen. Also da oben ist nur die Scheißlampe. Ja. Hier beziehungsweise ist da ist ein Shortcut, den man später freischaltet, von dem aus du von der Lampe in ein anderes Gebiet kommst. Hier geht's weiter geradeaus, da waren wir aber auch schon mal drin, das ist irgendwie ein Knast oder so. Nein, da waren wir noch nicht drin. Doch, wir waren überall schon. Nein. Wir haben uns an denen auf jeden Fall schon mal vorbeigeschlichen. Nein, nein, nicht geradeaus. Safe nicht, da sind die riesigen Schweine. Kannst du dich an die riesigen Schweine erinnern? Ja, da waren wir in so einer Stadt, also die so ähnlich aus der Viane. Oh, guck mal, und da waren wir auch schon drin. Wir haben diese riesigen Schweine schon gesehen. Ja, wir haben die riesigen Schweine gesehen. Und hier ist das Gefängnis. Sind hier auch Gegner? Ja, hier sind auch Sacktypen. Unter anderem. Nee, wieso? Hier sind wir doch aufgewacht. Ja, genau. Da sind wir aufgewacht. Hier sind auch noch keine Gegner. Doch, da sind Gegner. Nein. Nein, 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 wir sind hier aufgewacht und dann konnten wir hier rechts runtergehen. Also jetzt kommen keine Gegner und strafen mich lügen. Also erstmal, die Leute, die da liegen, stehen auf, wenn du sie haust. Die hier? Nee, der vielleicht nicht, der sieht nicht so aus. Hä? Noch ein verwirrt. So. Und hier unten heult nämlich nur eine Frau. Ach, dann sind wir auf einer anderen Seite. Du kommst noch von der anderen Seite in dieses Gefängnis hinein. Da sind dein Gegner. Siehst du, pass auf. Und ich weiß nicht, was mit der ist. Die beschäftigt mich, seit wir sie das erste Mal gesehen haben. Hier ist eine Ecke. Wir können ihn nicht ansprechen. Doch. Aber die will das hier nicht loslassen. Vielleicht möchte sie von deiner Axt verteilt werden. Aber das könntest du tun. Mach ich aber nicht. Okay. Wolltest du gar nicht die Sprache auf Englisch stellen eigentlich? Ach so. Was war denn das? Rechts oben da, System. Steuerung, Anpassung. So. Wahrscheinlich musst du das, kannst du das nicht im Spiel ändern, sondern musst du es vorher machen. So, Imo, was sagst du? Sind wir hier eigentlich überhaupt in einem sinnvollen Gebiet für uns im aktuellen Stand oder sollen wir lieber wie Karin Amelia das Fürchten lehren? Ich glaube, ich würde wie Karin Amelia gut finden. Ich glaube nicht, danach kommt auch gar nicht mehr so viel. Dann können wir das nämlich schon mal abhaken. Aber ist wie Karin Amelia nicht irgend so ein, sowas, was irgendwas triggert?
Und hier ist nämlich irgendwie, man kriegt die Gefahrbügel. Wie denn? Ja, hier ist einer nach da gelaufen, aber ich glaube hier rechts um die Ecke stand wirklich einer. Da hier. Also da sind auch für die. Oh nein. Schneide und Knie durch. Zack, kann man irgendwie machen. Ja, nee. Dich sehr ärgern. Ja, da sind nämlich Sacktypen noch mehr. Kiesel, 6 Stück. Mach doch erstmal die Tür auf. Die Tür auf. Welche? Die da. Oh. Das alte. Noch mehr Kiesel. Oh. Aber die wäre schon auf, wenn das ginge. Du überschätzt die. Die Tür hier. Nicht lange. Ihr macht nicht lange. Hier waren noch 2 Sackboards noch, oder ne? Ja. Ah! Wenn du übrigens auch schießen kannst, wenn die Tür da offen ist, die wir jetzt noch nicht öffnen können. Dann kann ich nicht schießen. Nee. Der jetzt hierher, wenn ich ihn hier locke? Das ist clever und geht durch die Tür. Der tötet dich, ne? Gerade einkreisen von 2 Säcken. Zack. Mit der Faust ins Gesicht. Gut. Ich könnte den ja dahin locken, wo ich den anderen auch hatte. Du bist fast tot. Ne? Wie sieht's aus? Das könnte er gar nicht schnell sein, dann sind wir so schnell. Aber vielleicht für andere Sachen. Für Ludwig schwer. Da ist aber noch so ein Penner. Ich habe nur noch eine Blutfigur und relativ wenig. 0 Blutfiguren. Die sahen so aus, als würden sie konferieren. An diesem Tisch. Genau. Die? Will einfach vorbeilaufen? Ist das nicht nur einer? Ja, würde ich machen. Aber was ist denn eigentlich dein Ziel? Das gucken, was hier hinter ist. Ach, warte, nicht da durchgehen. Ich muss, der ist hinter mir. Da, du kommst zum Endboss. Was? Du kommst zu einem Endboss. Wieso weißt du alles über das Spiel? Ja, weil ich ein bisschen Let's Play geguckt habe. Mann, du hast alles. Alles ist ein Endboss. Spoiler. Da ist ein Endboss. Ja, und nun? Könntest du zurück? Ist das der da hinten, dieser Haufen Steine? Ich weiß nicht, ob der es ist, aber das ist auf jeden Fall das Gebiet, in dem der Kampf stattfindet. Ja, mit 0 Blutfion ist das schlecht. Ja, das ist wahr. Jetzt kann ich schon wieder ein Zeichen eines starken Gegners benutzen. Nein, du kannst zurücklaufen. Lauf zur Lampe zurück und mach die Vikaren tot. Aber wieso soll ich denn nicht diesen Endboss tot machen? Weil ich glaube, dass wir noch nicht gut genug gelevelt sind für diesen Abschnitt. Ich glaube, da sind wir schon. Wir sollten erstmal in den Gebieten, die wir sowieso schon uns viel angeguckt haben, die sollten wir vielleicht mal versuchen, ein bisschen. Also komplett leer zu räumen. Hier haben wir ja eigentlich auch schon fast alles angeguckt. Was ist da, wo ich gerade ausgehen soll, wo die Schweine sind? Was sagt ihr da dann? Da ist auf jeden Fall der Shortcut zurück zur Lampe. Also in die Richtung sind wir auf jeden Fall noch nicht gegangen, sonst hätten wir den nämlich.
Das sind auf jeden Fall Items. Aber. Aber der Boss da muss dann der Boss von dem ganzen Gebiet sein. Das ist nicht so groß. Nee, das ist nicht so groß. Nein! Der wäre schon tot, ich dachte, er wäre schon einen Schlag vorher tot. Ja, 0 Fiolen. Und 8000 Blut, ey, das wäre egal. Wir müssen Fiolen farmen gehen. Das hat keinen Sinn. Wir müssen Fiolen fahren. Das ist alles, wir sind in einem schlechten Moment des Spiels. Wir haben schlecht aufgehört. Eigentlich. Jetzt, wo es aufhört, Spaß zu machen, willst du nicht übernehmen? Das hat nicht angefangen, Spaß zu machen. Soll ich jetzt diese Blutechos noch holen oder nicht? 8000 Mal, ne? Einfach durchrushen. Weil wenn ich sterbe ich. Was hilft? Weil wenn ich sterbe, macht's nichts. Oder? Außer dass die Blutechos weg sind und sie werden eh weg. 11.301. Menge war da Ingwerwasser. Was? Ist er jetzt wieder zurückgekehrt? Nein, das ist der zweite. Dann lauf an ihm vorbei, bitte zurück. Er killt mich. Sprint. Hör auf, ihn anzuvisieren. Und rennen. Bitte. Kreis. Die zweite Hexe hat ja nichts verbrochen. Die zweite Hexe hat nichts verbrochen. Ich habe sie getötet, wollte ich sagen. Ja, okay. Ein Level Up ist dieser ganze. Nein, kein Level Up. Nur Blut, wir buddern das nur in Blutfion. Scheiß auf Level Up. Wir brauchen Blutfion, sonst kommen wir nirgendwo hin. In den Himmel vielleicht. Ja, da wollen wir nicht hin. Wir sind absolut harte Höllenhunde. Und sag mal, was weißt du, was da hinten bei den Schweinen zugeht? Habe ich das mir eben schon gefragt, habe ich dir beantwortet. Guck die Videos. Ja, der ist krass. Der ist so ein Käfig auf dem Kopf. Ja, stimmt. Und der ist ein bisschen. Der ist kleiner, ne? Das ist ein Kind. Glaube ich. War Uncharted? Alter, der hat mich fast erwischt noch. Ich wusste nicht, dass sie so nah rankommt. Hallo Flummi! Flummi ist da. Herzlich willkommen. Ginger Ale ist lecker. Du willst das wirklich machen? Mhm. Und ist der Livestream immer noch in so schlechter Qualität? Sag mal, ist er immer noch in so schlechter Qualität? Gegenstände Alarm. Nein, ich bin den. Alter, die kosten. Ich will nicht 31 kaufen. Kannst du aber eigentlich auch. Nein. Nein, mach 20, bitte. Nein, wir sammeln sofort wieder welche ein. Ja, aber wir brauchen die doch alle. Und nein. Und hallo, wir können ja nicht zu viele haben. Das ist doch genau das, was ich sage. 15 kaufe. Ja, okay. Aber dann habe ich eigentlich viel zu viele Blutechos. Guck mal bitte, was Dings kostet. Was das Schwert kostet. Weil 20.000, okay. Ludwigs heilige Klinge. Ist das denn auch eine Axt, sozusagen? Das ist ein Schwert. Aber es gibt doch gar nicht. Es gibt doch nur Peitsche, Axt. Ich dachte, es gibt nur drei Klassen. Nee, es gibt. Nee. Kommst du da rauf? Weiß ich auch nicht. Level sind deutlich unwichtiger als genug Heilung. Danke Ihnen nur. Okay. Er springt immer auf 480p, aber zumindest ohne das Gebuffer. Also, die, ja. Es ist nach wie vor scheiße. Mittelgut, aber es läuft. Und ist es nicht nachher im Dings auch, Scheiße. Hm? Hoffentlich ist es nicht nachher im Dings auch, Dings ich. Was will ich denn sagen? Ich weiß, was du sagen willst. Was machst du denn da mit den Kieseln? Ich will nicht aus Versehen was benutzen, was wertvoll ist. Also du möchtest jetzt, dass ich zum Kathedralenbezirk gehe. Und zur Vikarin. Oder dass wir, was spielen? Zur Vikarin? Nee, Lara Croft. Ich glaube, wieso denn Lara Croft? Das ist doch ein irgendwas, wo wir ein bisschen gute Laune kriegen und hier Stimmung machen. Ich habe gute Laune jetzt. Ich habe Gin Tonic. Ich bin ein bisschen angenervt von den technischen Props.
Ja, und nun. Den vielen Irrwegen, die wir jetzt gelaufen sind. Ja, aber immerhin weiß ich nicht voll drauf, was dann so geht. Das ist unserem Fan auch völlig egal. Wir reden über Ingwer und Ginger Ale und ja, Ingwer im Essen. Ich mag Ingwer im Essen. Ich habe heute ein richtig gutes Risotto gekocht. Oh, ist das nicht süß? Ja, die eine Katze schreckt die andere. Oh, hallo? Die haben wir schon. Ich habe nicht so viel Blut. So siehst du auch aus. So. Ja, zu geradeaus oder rechts? Links mal. Das weiß ich so nicht. So da oben. Ich glaube, irgendeine Treppe hoch hast du immer gesagt. Du hast ganz häufig den Satz gesagt, die Treppe hoch, da, oder ja, da hoch, da geht es irgendwie Karren. Rechts von dir ist einer. Und Pale. Und ich glaube, der kommt noch Pale da. Paler und Paler. Nicht, dass der andere dir verfolgt. Hinten lackiert. Ja, da ist er. Ha. Cool. Die sind aber nicht mehr so mächtig, wie sie einstmals waren. Da liegen sie halt tot auf der Treppe. Tot auf der Treppe. Hier haben wir mal einen Typen animiert, uns zu helfen. Henriette. Ach ja, das. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Da kommt genau. Und da ist rechts der Riesenboot. Ich glaube ja, ich glaube, wir sind richtig. Da geht es nämlich gleich noch weiter nach oben rechts. Und ich glaube, da ist. Doch. Wurde da jetzt nicht reingepatcht. Also okay, diesen Triggern dahinter. Guck mal, jetzt bist du da drin. Das ja, das stimmt. Töten bringt Spaß. Jetzt war ein Kragen. Da kann man in solchen Overpowered, Underpowered Gebieten sein, sondern man muss in Overpowered Gebieten sein. Deswegen will ich ja so gerne die Klinge haben. Nicht so, dass wir da hin müssen, ja, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Soll ich immer so einen Fall-Move machen? Wenn du willst. Du musst ihn jetzt eigentlich one-shotten. Nee, so funktionieren die nicht. Indem du die fallen lässt und im Sprung R1 drückst. Schreibt ihr nichts, weil ihr nichts zu sagen habt, oder funktioniert der Chat bei mir nicht mehr? Ich bin so gebannt. Das letzte, was ich lese, ist Ingwer im Essen, mag ich auch gar nicht. Wer mag kein Ingwer im Essen? Menge, aber. Das sieht geil aus. Der Punkt geht an ihn. Alle sind so gebannt. Super. Dann lasst euch nicht verführen, um hier zu schreiben, wenn ihr wollt. Okay, jetzt hast du wieder genauso viele Blutfionen, wie du reingenommen hast. Schütze ist mir egal. Dann nochmal. Achso, die da. Siehst, erinnerst du dich an die? Ja. Ja, Trüffel ist ein Ahnung. Was ist das für eine Art? Er ist beim Namen genannt. Ghoulpin. Guck mal, der hat ein ganz bisschen mehr HP als seine Freunde. Au, au, au. Das nicht gerechnet. Oh, das beim zweiten Mal auch nicht. Genau. Die sind krasser als man denkt. Oh, die sind tot. Was ist denn los hier mit mir? Jeder nur ein Kreuz. Scheiße, mit denen hatte ich immer schon Probleme. Aber kannst du eigentlich mal spielen? Nee, nicht jetzt. Jetzt die ganze Zeit muss ich dieses Spiel spielen, obwohl du derbe der Profi bist. Ich bin überhaupt kein Profi, sag es doch jetzt nicht so. Aber jetzt drei bis zum Koma gespielt. Bis die Eingeweide am Kochen waren, so lange. Ich kann nichts trinken, ich muss hier ständig sterben, ich werde ausgelacht. Mach mal kurze Pause, nimm mal dein Getränk. Du hast jetzt schon zwei Getränke vor dir stehen, das ist doch auch eigenartig. Und den Ladebildschirm kannst du aber auch vor allem dafür mal benutzen.